Robert Oppenheimer benutzte diese als Beschreibung für den ersten Atomtest. Wenn 1000 Sonnen am Himmel explodieren, werde ich als tot kommen. Er nahm eine Passage aus der Bhagavad Gita. Mahabharat und Ramayana, du wirst lebhafte Beschreibungen von Waffen sehen, die den heutigen modernen Waffen ähneln. Du kannst immer noch den Kosmos erforschen, du könntest alles wissen. Wenn du dir die Wissenschaften ansiehst, wie wir sie heute kennen, sind sie voll von Erklärungen, aber sprechen nie und nimmer vom grundlegendsten Aspekt der Schöpfung in irgendeinem Sinne. Erklärung für das, was bereits vorhanden ist, und diese Erklärungen ändern sich alle 5 Jahre. Und eine neue Gruppe von Menschen wird Nobelpreise bekommen. Ich will mich nicht über die Wissenschaft als Ganzes lustig machen. Sie ist eine fantastische Erforschung, keine Frage. Heutzutage haben die besten Wissenschaftler der Welt vollständig erkannt, dass dies nicht der Weg ist. Sie sagen offen, dass es nicht nur so ist, dass wir nicht wissen. Wir werden nie wissen. Aber Kleinigkeiten über die Schöpfung selbst zu wissen, wird der Menschheit eine enorme Menge an Nutzen bringen, keine Frage. Aber Nutzen für eine Generation und Aussterben für die künftigen Generationen, ein sehr kurzsichtiger Nutzen. Du wirst in den Puranas sehen, Mahabharat und Ramayana fallen unter die Purana-Kultur. Du wirst lebhafte Beschreibungen von Waffen sehen, die den heutigen modernen Waffen ähneln. Sie konnten sich nicht einfach etwas ausdenken, das es nicht gab, dessen Konzept vor ein paar hundert Jahren noch nicht existierte. Und du wirst überrascht sein. Robert Oppenheimer, der als Vater der modernen Atomwaffen gilt, als die erste Atomwaffe in den Vereinigten Staaten in Los Alamos getestet wurde, nahm er eine Passage von Krishna aus der Bhagavad Gita und er sagte, als Krishna darüber sprach, sagte er, wenn 1000 Sonnen am Himmel explodieren, werde ich als tot kommen und die Welt erschüttern. Er nahm also diese Passage und verwendete sie als Beschreibung für den ersten Atomtest, der in den Vereinigten Staaten stattfand. Denn dasselbe wurde vor fast 5000 Jahren von Krishna ausgesprochen. Weshalb ich darauf eingehe, ist, diese Aspekte der physischen Wissenschaften wurden erforscht und abgelehnt. Sind nicht der Weg für die Menschheit. Wenn du diesen Weg gehst, ist das der Weg der Zerstörung, das ist nicht der Weg, den man gehen sollte. Also verwandelten sie das Ganze in eine mystische Dimension, wo sich der Mensch grenzenlos entfalten und forschen kann, ohne irgendetwas um ihn herum zu beschädigen. Ohne jegliches Leben zu stören, kannst du immer noch den Kosmos erforschen, könntest du immer noch alles wissen. Und die grundlegende Sehnsucht des Menschen ist, er will sich entfalten. Wie er das macht, ist die einzige Frage. Entweder durch Eroberung oder durch Einbeziehung. Auf welche Weise er das tut, ist die einzige Frage. Aber ein Mensch kann hier nicht ohne Entfaltung gehalten werden. Wenn wir also über mystische Dimensionen sprechen, sprechen wir darüber, das Leben in einer völlig anderen Richtung und Dimension zu betrachten und zu erkunden. Das erfordert ein gewisses Maß an Umkehrung all dessen, was du als Leben getan hast. Wenn ich dein Leben sage, denkst du sofort an deinen Job, dein Unternehmen, deine Familie, deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, deinen Freund und viele andere Dinge, nicht wahr?
Sehr wenige Menschen, nur, wenn ich dir eine Pistole an den Kopf halte und dein Leben sage, dann verstehst du, was Leben ist. Das ist keine Party, das ist kein Job, das ist kein Geld, das ist kein Zuhause, das ist nicht Kinder, das ist nicht dies oder das. Leben bedeutet das. Was das Leben ausmacht, ist nicht die pünktliche Ankunft deines Regionalzugs, dass das Flugzeug pünktlich abhebt, dein Handy funktioniert, irgendetwas anderes passiert, dein Bankkonto klickt, nein. Was das Leben ausmacht, ist nur das. Der Boden, der Regen, die Brise, der Berg, der Baum und was hier schlägt, was in diesem, jeder Zelle in diesem Körper pulsiert und vor allem die Intelligenz, die hinter all dem steht. Wenn wir etwas anderes erforschen wollen, dann müssen wir uns ein wenig umstellen. Sich umstellen ist vielleicht nicht unsere Vorstellung von Spaß. Aber ich möchte, dass du eines weißt. Das Einzige und nur das, wissentlich oder unwissentlich, das du anstrebst, ist, etwas mehr zu werden, als was du jetzt bist. Du wirst nie mehr werden, als was du jetzt bist, es sei denn, deine Wahrnehmung wird erhöht. Indem du deinen Kontostand erhöhst, wirst du nicht mehr. Das ist nur im Vergleich mit jemandem. Wenn nicht jeder ein bisschen ärmer ist als du, wirst du dich nicht gut fühlen, wenn du eine Milliarde Dollar hast. Ja oder nein? Angenommen, alle Menschen auf der Welt haben 10 Milliarden Dollar und du hast eine Milliarde Dollar. Bist du glücklich? Also eine Milliarde Dollar wird nichts bewirken, es sind nur die sozialen Vergleiche. Alles, was du hast oder was du glaubst, im Leben erreicht zu haben, wird leider nichts bedeuten, außer es gibt jemanden, auf den man herabsehen kann. Bitte schau dir das an. Ja oder nein? Das Einzige, was zählt, ist, deine Wahrnehmung wird erhöht. Du erlebst mehr Leben, als du gestern erlebt hast. Dafür brauchst du dich mit niemandem zu vergleichen. Wie jemand erlebt und nicht erlebt, ist nicht einmal ein Thema. Wenn du etwas mehr erlebst, als was du gestern erlebt hast, ist dieser Tag ist ein gesegneter Tag und ein erfüllter Tag. Letztlich ist das das Einzige, was einen Menschen erfüllt und nichts anderes.